Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier bei U-Boat im Early Access. Oh, jetzt habe ich die Zeitvorspulung gewählt. Das macht man mit mittlerer Maustaste interessanterweise. Mit der linken Maustaste kann man hier schön Kamerafahrten machen, kann die Ansicht verändern. Also es ist schon wirklich sehr schön gemacht, auch die Effekte, das U-Boot, wie es aussieht, der Detailgrad. Das ist schon wirklich sehr schön gemacht. Ja, ihr seht auch im Übrigen, wir sind hier im Sandbox-Modus. Hier kann man übrigens die Umlaufbahnansicht, okay. Stationsansicht ist diese hier und dann gibt es die Ego-Perspektive hier. Ah, okay. So kann man also auch umschalten, sehr schön. Ja, wir haben ein Typ 7C U-Boot, das passt jetzt auch zu der Zeit im Mai 41. Da hat man eben noch ein modernisiertes Typ 7 U-Boot entsprechend auch zum Teil schon verwendet, soweit man nicht schon lange ein älteres Typ 7 U-Boot gefahren war. Liebe Leute, ja, wir müssen uns erstmal eine Mission nochmal abholen. Denn ich musste jetzt tatsächlich laden nach diesem Bug. Also ich habe ihn nicht wegbekommen. Ich kam quasi nicht mehr raus aus der Ansicht. So, streng geheim. Wir sollen, oh, wir können in Portsmouth Port spionieren, uns der Flottille in Bergen anschließen. Und einem, ja, dann machen wir doch diesmal Spionage in in Portsmouth. Das wird bestimmt nicht ganz einfach, aber warum nicht? Das klingt nach einer sehr spannenden Mission, liebe Leute. So, Spion zu genannten Koordinaten bringen. Wir haben jetzt also einen Spion anscheinend noch dabei. Und den bringen wir dann entsprechend zu den Koordinaten. Und die Mission bei Nacht abschließen. Eieiei, ihr verlangt ja Dinge hier. Ob ich das schaffe? Naja, wir müssen es ja irgendwie schaffen. So, das sind unsere Missionsziele. Halte die Deckung von Manfred Weber aufrecht. Ja. Ich glaube, es gibt sogar eine historische Vorlage für so eine Mission. Ich meine zumindest, es hat tatsächlich eine U-Boot-Mission gegeben. Aber nagelt mich jetzt nicht fest, wann genau. Ob die 1940, 39 war oder 41, in der ein Spion tatsächlich auch auf dem englischen Eiland, glaube ich, abgesetzt wurde, werden sollte, aber nicht weit gekommen ist, weil er, oder ich glaube, es waren sogar drei oder so, die da abgesetzt wurden durch ein U-Boot und dann aber irgendwie aufgeflogen sind sofort. Also das Ganze war sowieso ein Schlag ins Wasser, diese Mission. Aber interessant, dass wir jetzt hier auch quasi so einen Spion an Land bringen sollen. Ja, liebe Leute, was machen wir jetzt mit dem Kapitän? Beobachtet der die Zieloptik? Nein, ich glaube, der navigiert hier unten erstmal. Moment. Der navigiert hier erstmal im U-Boot an der Karte. Und wir fahren dann gleich auch los, keine Sorge. Ich will jetzt hier auch nicht länger Zeit vertrödeln, sondern wir starten direkt, wenn... Ja, genau, wir müssen quasi jetzt hier raus und jetzt können wir hier in den Kartenmodus. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, wie man zwischen dem Modi durchschaltet, aber da werde ich sicherlich noch besser reinkommen. Hier kann man auch umschalten. Weltkarte, taktische Karte ist dann hier und die Karte. Das ist manchmal, glaube ich, noch ein bisschen buggy mit den Karten wechseln oder ich habe da irgendwas noch nicht ganz verstanden. Das mag natürlich auch immer sein. Wir sind ja, wie gesagt, legendäre U96 unterwegs. Hier ist auch noch ein anderes U-Boot im Übrigen. Typ 7C liegt hier noch vor Anker. Wir wissen nicht, welches das genau ist. Ist jedenfalls nicht unser U-Boot. Und wir können jetzt hier natürlich erstmal Kurs setzen. Das machen wir hier mit den Werkzeugen. Genau, nee, nicht mit den Werkzeugen, sondern mit der rechten Maustaste setzen wir den Kurs. Und dann biegen wir quasi. Achso, nee, mit Shift kann man hier Folgekurse einstellen. Das macht wesentlich mehr Sinn. So, müssen wir erstmal raus in die Bucht von Biscaya. Ja, und hier oben sollen wir spionieren. Das ist nicht leicht, denn der englische Kanal, der ist natürlich voll von Geleitschiffen, von Zerstörern, die uns sofort, ja, die uns sofort finden können. Und dann wird es möglicherweise hier äußerst schwer, überhaupt einzufahren in den Hafen. Wir machen erstmal hier unsere Navigationsplanung. Wir sehen auch hier 184 Kilometer. Das ist also für unsere Reichweite alles total in Ordnung. Überhaupt kein Problem. Ja, und jetzt müssen wir erstmal hier, würde ich sagen, mit der gewöhnlichen Fahrt voraus den, ja, die Fahrt beginnen.
und können dann, glaube ich, auch wieder hier genau in diese schöne Ansicht hinein. Ah, herrlich. Das U-Boot startet seine Feindfahrt. Ja, U96. Jetzt nagelt mich nicht fest, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war das Boot, was Günther Prien auch gefahren hat. Und das hier ist, glaube ich, auch sein Emblem gewesen, dieser Haifisch, beziehungsweise dieser Sägefisch hier mit dieser angedeuteten Sägenase. Das können wir uns aber später nochmal von näherem angucken. Ja, sehr schön. Dann machen wir uns hier auf den Weg. Ja, wo ich gerade sehr schön sage, eigentlich das U-Boot-Fahrerleben natürlich überhaupt nicht schön. Ich hatte das in meinem Let's Play in Silent Hunter 3 mit U53 auch erwähnt. Ihr habt es ja vorhin gesehen, wie eng das in diesen U-Booten eigentlich war. Und das ist ja schon ein Mittelklasse-U-Boot. Da ist ja wenigstens etwas Platz, aber eben halt auch mit über 40 Mann muss man sich da überall durchzwängen. Dann darf man nicht vergessen, ich müsste mal gerade schauen, wie gut Kapitän. Das abgebildet wird. Ja, der Cola ruht sich aus, den holen wir mal von seiner Schlafstätte hier. Man muss sich halt vorstellen, es hängen hier nicht nur irgendwie so ein paar Fleischbrocken rum, ja, sondern hier steht eigentlich überall im U-Boot und hängt überall, hängen Nahrungsmittel, sind überall verteilt, nicht nur hier in der Kombüse, sondern wirklich im ganzen Schiff. Vor allen Dingen auch hinten beim Funkerabteil, glaube ich. Also da hat man wirklich hier überall auch kistenweise teilweise gelagert noch und so. Und ihr seht ja, wie eng das sowieso schon ist. Und das wird natürlich mit Lagerung von irgendwelchen Lebensmitteln nicht besser. Hier haben wir natürlich die zweite Toilette. Man kann ja auch auf die Toilette gehen, das finde ich fantastisch. Aber natürlich sich nicht hinsetzen oder so. Diese Toilette, soweit ich das gelesen habe, soll die bei den meisten U-Booten gerade am Anfang einer Feindfahrt, wo man ja noch sehr viel diverse Lebensmittel, ja, also Früchte und Fleisch und Brot, was man da alles mitgenommen hat, soll man das auch teilweise dann hier auf dieser zweiten Toilette gelagert haben, sodass effektiv eigentlich nur eine Toilette zum Benutzen da war, nämlich die auf der anderen Seite hier. Das können wir uns gleich auch mal angucken. Ja, wenn man hier nämlich durchgeht bei der Kombüse irgendwie, irgendwo. Hauptlager? Ja. Schön direkt neben dem Kochplatz wird dann ordentlich einer abgeseilt. Und alle müssen auf dieselbe Toilette gehen. Ihr könnt euch vorstellen, ja, das ist wirklich, es hört sich lustig an, aber es ist wirklich nicht so lustig, sondern umso länger die Feindfahrt dauert, umso anstrengender wird das. Ihr müsst euch ja auch vorstellen, hier gibt es ja keine Möglichkeiten, sich hier irgendwie zu duschen, zu baden oder so. Das heißt, man hat dieselben Klamotten an, die teilweise vom Salzwasser durchtränkt werden. Dann trocknet das Ganze wieder fest. Der Körpergeruch ist irgendwann nicht mehr so schön. Der Bart sprießt, weil rasieren wo und wie. Also es ist alles sehr, sehr ein sehr spartanisches Leben auf dem U-Boot und ein sehr entbehrungsreiches Leben für die U-Boot-Besatzung auf jeden Fall. Ne? Das muss man schon so festhalten. So, Rohr 5 geladen. Rohr 5 ist, glaube ich, das hintere Rohr. Das heißt, der Lorry läuft da irgendwo hinten rum und hat sogar unser Hecktorpedorohr geladen. Das ist ja wunderbar. Ja, da kommt er nämlich gerade zurück. Hallo, mein Lieber, bleib mal hier. Leo Lorry, nicht Hugo Lorry, sondern Leo. Ja, hier haben wir das Beobachtungsperiskop, auch Luftzielperiskop genannt. Und hier oben im Kommandoturm mittendrin haben wir nicht nur Verdrahtung, sondern vor allen Dingen das Angriffsperiskop. Auch da können wir in den manuellen Modus mal reinschauen. Der allerdings auch wieder so lange dauert, ich weiß gar nicht. Das war nicht beabsichtigt. Herr Kaloy? Moment mal. Kapitän? Herr Kaloy? Komisch, dass das hier nicht klappt. Ist das irgendwie buggy bei mir gerade? Herr Kaloy? Bin mir nicht sicher. Funkübertragung auf jeden Fall. Müssen wir noch entschlüsseln vom Oberkommando. Ich weiß nicht, ob ich das noch nicht gemacht hatte. Genau. Ja. Aber das sind so erstmal hier die groben Stationen, die wir hier auch schön in der Übersicht uns von der Seite angucken können. Das haben sie wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das ist eine der ganz großen Stärken des Spiels. Es ist ein bisschen ein Crew-Management-Spiel irgendwo,
aber halt auch schon eine ziemlich detaillierte Simulation. Das wird man nachher bei den Vorgängen von Tauchen, von Auftauchen, von Angriffen und so weiter, wird man das auch noch sehen, dass das wirklich nicht gerade ein Zuckerschlecken hier ist. Kapitän? Wirklich sehr schwer. So, wir können ihm hier auch direkt Befehle geben, glaube ich. Genau, zum Kartentisch kann er ran. Dann müsste er seinen Befehl hier abbrechen und so weiter. Man könnte hier auch noch einen Seemann hinzufügen. Wir sehen hier, da könnte man zwei Leute an das Periskop quasi dranbringen. Können Offizieren bei Aufgaben helfen, um sie schneller und mit besseren Ergebnissen zu erfüllen. Also hier geht es nicht darum, dass zwei Leute durch das Periskop gucken, sondern sozusagen, dass der eine Seemann den Offizier beim, beim Beobachten hier unterstützt und der damit effektiver wird. So, neue Nachrichten. Genau, unsere Mission. Der Befehl lautet Manfred Weber zu den Koordinaten 51 Nord, 1 West, nahe Portsmouth Port zu bringen und umgehend nach Abschluss der Aufgabe Bericht zu erstatten. Ach so, erfolgreiche Patrouille U96. Man wünscht uns Glück. Ja, und wir natürlich auch. Wir hoffen auch, dass wir Glück haben. Dass wir erfolgreich sind. So, die Moral steigt wegen normaler Beleuchtung, ist bei fast 100%. Akkukapazität geht natürlich hoch wegen den laufenden Dieselmotoren. Der Kraftstoff nimmt logischerweise ab, da wir ja hier auf halber Fahrt vorausfahren. Man sieht auch hier, der Verbrauch ist abhängig von der Geschwindigkeit. Gehen wir jetzt hier einen runter. Dann haben wir nur noch minus 13 pro Minute. Der Kraftstoff wird, glaube ich, irgendwie in so Rohmengen gemessen, also nicht in Prozent, sondern tatsächlich in so Rohmengen, deswegen minus 13 pro Minute heißt ja nicht 13% pro Minute, logischerweise. Und wir haben noch über 10.000 Kilometer Reichweite. Ich denke, wir können uns das aber leisten, auf halbe Fahrt zu gehen, denn das ist ja ein Auftrag, der uns hier nicht allzu weit wegführt von unserem Heimathafen. Naja, also 200 Kilometer Hinfahrt, das ist jetzt nicht wirklich weit. Dementsprechend, ja, kann man jetzt auch in den Zeitvorlauf gehen, das werden wir jetzt mal machen. Beziehungsweise man kann sogar eine Schnellreise machen. Dann sparen wir uns quasi den Weg, bei dem nichts passiert. Das finde ich übrigens auch sehr schön gelöst. Man hat ja bei U-Booten immer das Problem, wie stellt man das dar? Wir haben ja quasi Tage bis wochenlang passiert auf dem U-Boot fast nichts. Es herrscht totale Langeweile, da man sich auf See befindet, irgendein Ziel anfährt und dann herrscht eben auch, wie gesagt, Langeweile vor. Und er hat hier den Dings übersprungen gerade. Okay. Und dementsprechend kann man das hier abkürzen. Die Silent Hunter Teile hatten ja immer eine Zeitkompression. Man sieht auch, hier gibt es quasi Gebiete, das ist jetzt die offene See im nordöstlichen Atlantik. Und hier kann man jetzt auch nicht mehr in der Schnellreise springen. So, Küste wird betreten. Okay, hier kann man aber wieder springen, interessant. Gucken wir mal, dass wir hier erstmal von der Küste überhaupt wegkommen. So, Gebiet wird betreten und ja, jetzt können wir hier quasi im beschleunigten Modus fahren, denn hier kann uns natürlich jederzeit, da können wir nicht Schnellreise machen, hier könnte uns jederzeit auch schon, könnten uns Feinde begegnen, es könnten uns U-Boote angreifen und so weiter und so fort. Da müssten wir hier nämlich ganz, ganz schnell abtauchen und entsprechend nachmessen, wie viel Meter unter Kiel wir hätten. Das finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Das Spiel gibt einem hier quasi auch keinerlei Informationen, wo man gerade ist, mit welcher Tiefe. Also man muss wirklich sich hier im U-Boot selber auskennen und selber die Daten sozusagen erlangen, dann eben durch das Echolot, um zu schauen, wie tief kann ich denn? Ja? Alarmtauchen 50 Meter, schön und gut, aber wenn, sagen wir mal, ich in flachen Gewässern bei 30 Metern Tiefe bin, dann wird das zum Crash führen. Ne? Und das müsste ich natürlich im Idealfall vorher mal rausgefunden haben. Und dementsprechend ist das hier sehr schön gelöst. Finde ich sogar besser wie in Silent Hunter, dass man hier nicht weiß, wie tief ist es eigentlich hier im Englischen Kanal. Die Tiefen sind ja eh immer verschieden. Klar gibt es Seekarten und gab es damals auch schon Seekarten mit Tiefenangaben. Aber wie exakt und genau die wirklich waren, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. So, nächster Wegpunkt erreicht. Was mir gerade noch fehlt, haben wir hier irgendwo eigentlich eine Tiefenmessgerät, Ruder und die Karte. Haben wir hier...
Ach ja, hier oben haben wir die Uhrenanzeige, 4.20 Uhr. Also gerade frisch am Morgen. Wir müssen vielleicht ein bisschen abwarten, bis es wieder Nacht wird. Denn nach Portsmouth möchte ich nicht am Tag fahren. Ich gucke mal gerade, ob wir nicht hier... Kriegen wir den Punkt hier... Bisschen weiter südlich verlegt. Da machen wir hier einen kleinen Umweg. Aber wir befinden uns hier halt relativ nah an der französischen Küste. Und ich hoffe, dass uns da noch keine englischen Schiffe irgendwie sichten können. Das wäre zumindest sehr, sehr schön, wenn wir die umgehen könnten. Oder, naja, solange es eben möglich ist, umgehen können. Irgendwann werden die uns allein schon mit ihren Küstenradargeräten vermutlich irgendwie sichten können. Da gehe ich mal schwer von aus. Dementsprechend ist der englische Kanal wirklich ein ganz gefährliches Pflaster für U-Boote. 11.40 Uhr, meh. Was machen wir denn da? Fahren wir hier noch ein bisschen vor Frankreichs Küste und machen ein wenig einen auf Feigling? Ja, ich glaube schon. Fahren wir hier noch ein bisschen umher, kreuzen ein wenig, tun so, als wenn wir nichts Böses wollen. Und dann erst werden wir hier in den Hafen einfahren. Genau, das machen wir mal. Richtig. Weil das ist mir nicht ganz so geheuer. Im Übrigen, der Cola, der hat doch bestimmt gleich keine Energie mehr. Da muss man auch ein bisschen drauf achten, wenn der hier am Periskop ist. Herr Kaloy? Posten verlassen, bitte. Und dann, ja, Posten verlassen. Zu Befehl. Ah. Hä? Zu Befehl. Manueller Modus geht immer noch nicht. Also irgendwas ist doch hier ein wenig verbuggt, glaube ich. Wenn mich das nicht täuscht. Mit dem Seerohr. Naja, es ist ja die Early Access Version, die gerade erschienen ist. Vielleicht, ist das hier so ein Release-Versions-Bug oder so? Es wäre natürlich ein relativ schwerwiegender. Ich komme hier vor allem gar nicht raus, außer ich gehe mit dem Mausrad raus. Dann ist er auf einmal wieder da. Periskop einfahren, ja, bitte. Aber irgendwie muss ich ihm doch... Genau, ich kann ihm sagen, er soll sich ausruhen. Ach so, und er ist auch im Pausemodus, deswegen ging das nicht. Okay, dann war es kein Bug, dann konnte er gerade einfach nicht runtergehen. Aber was ein Bug ist, glaube ich schon, dass der nicht in der Lage war, durch das Periskop durchzuschauen. Das hat sonst eigentlich immer funktioniert. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen eigenartig. So, er macht hier Fegung. Herr Offizier. Und ich wäre gerne... Achso, ich bin ja der Captain jetzt, ne? Ich kann nur hier übernachten quasi oder mich ausruhen vielmehr. Herr Kaloy. So, und er sitzt hier immer noch dran. Wenn er sich ausruhen soll, tut er das? Ja, er ist zumindest weg vom Periskop. Ei, ei, Herr Kaloy. Okay, jetzt geht er sich ausruhen. Das hat er mit dem Button auch gerade nicht ganz geklappt. Also manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht doch der ein oder andere Bug noch drin ist mit der Crew-Steuerung. Aber ja, es gab jetzt, glaube ich, für die Bäcker eine 2- oder 3-wöchige Beta-Phase. Also da sind schon einige Sachen reported worden. Man soll jetzt auch noch weiter natürlich fleißig hier berichten, was man für Bugs findet. Also das wäre eine so eine Geschichte. Diese Crew-Stationswechsel-Geschichten sind nicht immer ganz ideal. Okay, weit von allem entfernt. Die Geschwindigkeit ist nun viel höher. Okay, liebe Leute, dann können wir wieder in den Hochgeschwindigkeitsmodus gehen. Ich finde den auch angenehm gewählt. Also die Geschwindigkeit, finde ich, die ist nicht zu schnell, ist nicht zu langsam. Man fummelt nicht die ganze Zeit mit der Kompressionsrate rum, wie bei den Silent Hunter Spielen. Eigentlich, muss ich sagen, finde ich das sehr gut. Und mein Gott, wenn man sich das mal überlegt, jetzt sind das 9 Jahre her, seitdem dieses ja fast schon unsägliche Silent Hunter 5 rausgekommen ist. Und endlich haben wir wieder einen ordentlichen U-Boot-Simulator, der selbst jetzt im Early Access schon Dinge bietet, die wir vorher bei Silent Hunter nie hatten.
und nochmal ein höheres Level auch an, finde ich, an Authentizität irgendwie darstellen kann. Wenn es jetzt auch nicht immer eine perfekte Simulation sein kann, das ist, denke ich, mal allen klar und wahrscheinlich auch nicht sein soll. Aber sie haben sich, die Entwickler, das sind, glaube ich, drei an der Zahl nur, drei Mann, haben sich da wirklich Mühe gegeben, die Sachen wirklich authentisch darzustellen, haben anscheinend in den Quellen ordentlich recherchiert. Und das ist ja schon mal, ich sag mal, bei diesem U-Boot-System an sich die halbe Miete. Klar, dass jetzt die Crew irgendwie zu klein ist, das hat wahrscheinlich programmierpraktische und Game Design praktische Gründe, nehme ich mal an. Da würde ich jetzt auch nicht großartig, was ist das denn, unbekannte Gruppe? Oh, ein Typ 7 U-Boot fährt hier rum. Hallöchen. Können wir das jetzt gerade mal sichten? Die ruhen sich alle noch aus. Kapitän, bitte auf die Brücke. Captain at the helm oder so ähnlich. So, bin ich Herr Offizier, ich bin Herr Reisdorf. Merkt ihr das mal? Sichtkontakt entdeckt. Klicken, um Bericht zu senden. Wert 150. Aber das macht doch gar keinen Sinn, oder? So, haben wir hier ein Fernglas? B ist irgendwie so ein Pausemenü? Oder mache ich mit B Screenshots? Ich müsste mal gerade schauen. Nee, B ist irgendwie so eine Art. Ich gucke mal gerade. Ach, die Einstellung kann ich hier leider nicht einsehen während des Spiels. Das ist ein bisschen blöd. Hätte ich jetzt doch ganz gerne mal gewusst. Gehen wir mal auf die Zieloptik. Willst du wohl? Im Tutorial hatte die tatsächlich auch funktioniert. So, wir können uns mal zwei Mitglieder hier zuholen, die uns hier helfen. Ja, ihr seht auch hier manueller Modus, dann lädt es. Vielleicht muss ich das Spiel auch neu starten. Das hatte ich jetzt in der Zwischenzeit nicht gemacht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil wir dann die ganzen Nahaufnahmen nicht sehen können. Aus dem UZO hier beispielsweise. Natürlich nicht ganz so ideal. Aber wir können eine Sache machen mit ihm. Wir können hier Typ 7 auswählen und können, glaube ich, mit der Kamera auf ihn zentrieren. Genau, und da sehen wir, das ist also auch ein deutsches U-Boot. Was nicht unter der Beflaggung aktuell fährt, wie wir, aber ja, wo auch hier jemand steht, ne? Hier ist jemand am Ausguck. Ach, das ist wirklich schön gemacht. Das muss ich sagen, da haben sie sich wirklich Mühe beigegeben. Auch die anderen U-Boote werden simuliert. Ich bin ja mal gespannt, ob es wirklich auch so Wolfsrudelangriffe geben kann. Ich meine, nach 1941 werden die natürlich auch irgendwann dann nicht mehr so häufig eingesetzt, beziehungsweise ab 1943 dann, glaube ich, so gut wie gar nicht mehr, wenn mich das nicht täuscht. Aber so weit habe ich jetzt in die Literatur noch gar nicht eingelesen, muss ich auch ehrlich zugeben. Also da wird es dann für mich auch schwierig, das einzuschätzen. Guck mal, der hat ganz schön Schlagseite hier. Und da drehen sich die Schräubchen. Sehr schön. Wunderbar. Ja, Ansicht verlassen. Wir sind wieder bei unserem U-Boot. Können aber auch den Posten wieder verlassen. Hier kann man den Scheinwerfer übrigens anstellen für nachts. Sieht man natürlich jetzt nicht viel, aber in der Nacht gibt einem das ein bisschen Frontsicht. Aber vor allen Dingen wird man besser gesehen, das ist schon richtig. So, Flagge können wir jetzt auch mal einholen. Wir sind ja hier nicht mehr im Heimatgewässer. Muss ja nicht jeder unsere knallrote Flagge hier erkennen. So. Okay, gehen wir mal wieder auf den Kartenmodus. Es ist jetzt 4.40 Uhr. Haben wir zu lange getrödelt hier? Haben wir wieder so lange hier unseren Kraftstoff verhauen und sind jetzt schön früh morgens wieder vor der Küste des Hafens. Na klasse. Habe ich einfach mal einen Bericht abgesendet. Auch wenn es das eigene U-Boot ist. Macht ja fast nichts. Müssen nur aufpassen, dass wir gleich nicht zusammenstoßen bei der Drehbewegung. Vielleicht können wir den letzten Befehl hier schon mal löschen. Kann ich das nicht mit dem Radiergummi rauslöschen? Müsste doch eigentlich gehen, ne? Nee.
Auf jeden Fall kann man hier Dinge einzeichnen. Zum Beispiel hier kann man mit Winkelmessern arbeiten. Dann hat man hier Winkelgrade drin, wenn man die ausrechnen möchte. Die Sachen kann man auf jeden Fall auch weglöschen und auch die Einzelpunkte. Man kann Marker setzen hier, Punkt 1, kann den benennen, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Und man kann vor allen Dingen die Abstände messen. Hier auf See, wenn man sagt, da hinten ist ein Schiff und hier bin ich, dann weiß man, aha, circa 5 Kilometer Entfernung jetzt in diesem Fall. Da kann man dann schon ganz gut abschätzen, haben wir zum Beispiel noch Mindestentfernung für den Abschuss von Torpedos. Also ich glaube, alles unter 500 oder 600 Metern ist bei Torpedos noch relativ gefährlich und die werden quasi erst nach einer gewissen Zeit scharf gemacht und wenn das nicht einen gewissen weiten Abstand überfahren hat sozusagen der Torpedo, dann zündet der nicht, wenn er am Ziel eintrifft. Hier sehen wir übrigens, das U-Boot fährt gerade an uns vorbei, das ist wirklich schön. Da will ich nochmal hier in die Perspektive wechseln, da hinten sehen wir es nämlich schon. Schön, Seite an Seite hier. Zwei U-Boote der 7-Klasse. Sehr schön. So, der hat uns auch schon hier quasi überholt. Ups, das wollte ich nicht zeichnen. Also wir können quasi hier auch im schnellen Modus weiterfahren. Könnten sogar hier Schnellreise machen gerade. Sehr, sehr gut. So, offene See wird wieder betreten. Und dann fahren wir in Richtung Portsmouth, diesmal mitten am Tag. Das ist natürlich wirklich die mutigste Aktion, die man eigentlich machen kann. Tagsüber zu einem englischen Hafen fahren und gucken, was da ist. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht getaucht ist, da muss man dann irgendwann rechtzeitig abtauchen. Na, mal gucken, wie uns das gelingt. Was wir auch sehen, wir haben hier 150 Währungen bekommen vom Budget, da wir einen Sichtkontakt entdeckt haben. Da gibt es also Geld für, es lohnt sich also wirklich so einen Sichtkontakt zu melden. Das ist ganz gut. Dann wissen wir das auch schon mal. Wunderbar, liebe Leute. Ding dong. So. Und während das Boot sich hier langsam aber sicher auf den Hafen um 9.30 Uhr morgens zubewegt, in Richtung englische Küste, mache ich hier auf jeden Fall eine Folgenpause und verabschiede mich von euch. Und dann geht es ja am nächsten Tag weiter. Das war jetzt hier eine Doppelfolge am ersten Tag sozusagen nach dem Release. Und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Folgen hier in das Spiel reinschauen, die Mission hier abschließen, mal eine andere Mission starten und hoffentlich spannende Angriffe, Verfolgungsjagden erleben, alles, was so zum U-Boot-Leben dazugehört. Also bis zum nächsten Mal, liebe Leute, macht's gut, euer Tassenhauer sagt ciao, ciao.